Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch Version 1.4, Version Produktion 1.5. Wir werden jetzt mal gleich die Düngemittelproduktion in Gang schmeißen. Das heißt, wir nehmen mal kurz ein bisschen Geld auf. Ein bisschen, nicht viel. Da müssen wir anderen auch reingehen. Da. Er darf gerne speichern, geht viel schneller jetzt, komischerweise. So, also wir werden jetzt sehen, dass wir Geld bekommen. Wir brauchen 100.000 für die Produktion. Oder 20.000 genau. Wir brauchen ein Förderband für uns, für den Mist. So ein bisschen so, ja, so, ja, genau. 200.000 schätze ich mal. Zurück. Da werden wir mal ganz kurz gucken. Wo stellen wir das Ding hin? Das ist jetzt die entscheidende Frage. So. So. Da nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig hin. Hätten wir uns zum Hof gehen können. Am Hof wäre nicht schlecht. Muss mal gucken, wo wir da hingehen. Wo genau. Der suche ich schneller. Nee. So. Ja, mit der Tastatur geht man schneller. Ich hätte auch ein bisschen am Hof gehen können, dann wäre gut gewesen. Aber hätte, hätte, ne? So. Vielleicht darf man dann auch nicht aus dem Bildschirm ausgehen. Ich habe nämlich noch zwei links und rechts. Also wie einer. Und wenn ich da links und rechts mal kurz anklicke auf dem Nachbarbildschirm mit der Maus, dann ist die Lenkung, die Feder, schon weit gefahren. Die Feder weg. Die geht doch nicht. Wir wollen noch zurück. 15. Irgendwo im Hof wollte ich machen. Am Hof oder in Nähe der, beim Mist in der Nähe, kann man sagen. Das ist nicht so ideal. Das machen wir anders. Wir machen es anders. Wir gehen zum Hof. Der ist gleich fertig. Und gleich meckern und kommt melden. Denn hier haben wir noch Platz, ne? Denk mal, das können wir hier gut hinstellen. Eine Produktion fangen wir an. So, mit Leertaste war es gewesen. Dann Dünger hat noch Mist und Gülle. Wo bin ich? Achso. Gut. Drehen. Da geht ja was raus, ne, am Rohr. Dann müssten wir bald so machen. Oder so und fahren drumherum. Ja, dann ein bisschen Platz lassen, damit wir da noch rauskommen können. Dann können wir da parallel zur Markierung ungefähr. Dahin bauen. So, ja, da kann man gut vorbeifahren, denke ich mal, und da kann man gut reinfahren. So, als nächstes brauchen wir Förderband, und zwar brauchen wir einmal dieses Teil, das kostet ja keine Welt. Was wir nicht brauchen, ist diese Verlängerung. Wir brauchen nur das Teil, das ist es, glaube ich, sogar das zweite brauchen wir. Wir nehmen das mal jetzt mal als Mist. Mist hat eine Farbe von Braun, ne? Das passt schon so. Leider ist das andere Farbe nicht wählbar, aber wir werden das mal sehen, dass wir das trotzdem. So, das ist das Teil. Ja. Das können wir hochfahren. Und ich habe ausgeklickt, ich war außerhalb. Folge mittendrin. Ja, schau mal. Lenkung ist schon raus. Irgendwann ist verkehrt. Zurück. Ach so, Garage. Nee. Wir müssen damit klarkommen jetzt. Eine Weile. Sonst.
So, das teils. Können wir nicht ändern, muss kaufen. Okay, zurück. Zurück. Dann werden wir jetzt gleich mal das Förderband holen. Und zwar mit einem guten alten Traktor. Das reicht dafür. Jetzt fahre ich mit Tastatur. Weil Lenkung ohne Widerstand ist wie, naja, ich weiß nicht, funktioniert nicht gut. In der Pause mache ich ganz kurz wieder aktivieren. Das ist ein bisschen umständlich in Anführungszeichen, weil ja, es muss halt Lenkung ausstecken, also die Taste und entsprechend wieder einstecken. Das ist hochgradig umständlich, also. Weil das geht ja auch nicht so schnell. Das ist ja, braucht eine Weile, um das wieder zu finden. Also ich weiß auch nicht genau, warum das so ist. Aber mit dem zweiten Bildschirm und dritten Bildschirm ist das schon gefährlich, in Anführungszeichen. So, den fahren wir jetzt im Mist zu den Kühen. Ja, da müssen wir noch einen Anhänger haben, wo wir Mist reinmachen könnten, ne? Und dass wir das bedenken. Ach, wir haben noch einen kleinen Hänger dafür, für ehemalig Mischfutter. Den können wir nehmen. Das ist okay, den können wir dafür lassen. Vielleicht mal umfärben in eine andere Farbe, in Braun oder so, dass wir da in Zukunft den als Mistfahrzeug nehmen. Zum Anfang reicht das. So. So, und dann haben wir die Gülle gleich holen mit unserem grünen Anhänger. So. Dann holen wir gleich einen anderen Anhänger, Förderband. Ja, alles Blocking, alles hält auf. Aber ich will die Produktion gleich in Gang bringen. Und ja, die kostet eh keinen Lohn, ne? Ja. Dann können wir ja den Dünger verkaufen. Ein bisschen Geld verdienen, ne? Also. Für Mist gibt es ja nicht viel, BGH 270er oder so, oder 50 oder so, keine Ahnung. Und für Gülle gibt es auch nicht viel. Also veredeln wir das. Ob es realistisch ist? Na, ich glaube eher nicht. Dünger wird da auch nicht hergestellt. Man könnte daraus machen Kompost. Kompost wäre natürlich durchaus möglich. Sicherlich ist Gülle ein wertvoller Dünger als. Als Dünger an sich, aber halt mit unterschiedlichen Werten von Stickstoff und anderem Zeug. Das ist immer gleich. Es variiert, weil man Kunstdünger, man kann genau einstellen, mehr oder weniger, was man haben will, ne? Obwohl auf Dauer die Böden dabei kaputt gehen, ne? Also die Böden vertragen das auf Dauer nicht. Aber die heutige Zeit verlangt eigentlich ab, dass wir im Prinzip recht viel produzieren, weil sonst reicht die ganze Nahrungsmittelproduktion nicht aus. Auf Dauer. So. Bauen wir auf. Ne, Motor starten. Muss ich mal drüber lachen, also. klappen wir ein. Ne, Motor starten, ne? Und dann können wir fahren. Ich meine, im reellen Leben wäre das so, dass ich jetzt da vorne eine Deichsel an der Hand nehmen würde und dann das nach hinten schieben würde und dann müsste ich aber auch irgendwie das Förderband bestücken mit der Schaufel oder mit der Forke oder ähnlichem. Das ist ja hier nicht der Fall. Das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Wahrscheinlich nicht. Also wird, glaube ich, keiner zufrieden sein. Wird keiner machen wollen, weil es einfach viel Zeit kostet. Motor starten natürlich, ne? ich muss mir drüber lachen, aber trotzdem. Ist schon. Ja.
Im Grunde müsste man so ein Förderband unter dem Mist drunter gelegt haben als System, was man dann im Prinzip das Förderband dann bestückt. Wollte nicht aussteigen, ich wollte eigentlich verbinden. Ob das so sein soll, nehmen wir an, ne? Den richtet man jetzt auf mit der Maus. Ein bisschen mühsam, aber das muss sein. Kommt schon mal hoch, der Mist, ne? Zum Glück geht die Automatik. Ich glaube, die Höhe reicht. Da staune ich immer wieder, wie das funktioniert. Ne? Also gut. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass mal einer mit dem Radlader darauf kippen möchte. Weil das wäre ja auch wiederum Blödsinn, da kann man da auch enger raufkippen. Ne? Also. Aber die Dinger, die wir da haben, die Radlader, sind ja nicht so groß und normalerweise wie jetzt als Mod gibt. Ne? Und wie gesagt, wenn die Zeit so läuft, auf 1, dann geht alles, dann können wir alles machen. Ja, auf 5 wird das schon eng. Also sei mal ehrlich, wenn ein großer Betrieb, was ich jetzt gerade hier so leite oder mache oder tue, ist ja eigentlich schon für eine Person viel zu groß. Ne? Im Grunde wäre einer zuständig für die Kühe normalerweise. Und die alle entsprechend jeden Tag zu füttern. Die Kühe müssten ja zweimal am Tag Futter kriegen. Und wenn die dann Milch geben, die modernen Betriebe melken rund um die Uhr. In Schicht normalerweise. So, gibt man schon mal Mist. Jetzt schauen wir mal den anderen LKW. Den können wir ja nehmen und mal gucken, was aus. Holen wir uns den Grün. Ah, da können wir ihn ja nehmen, Lenkrad, ne? Ist zwar nicht perfekt, aber gut, ich möchte das jetzt nicht in der Folge machen. Das ist immer unschön, wenn alle warten müssen, ne? Will doch keiner, muss doch nicht sein. Wie gesagt, ich bin schon leicht zufrieden, wenn das halbwegs läuft. Aber Lenkrad mal gleich, das darf ich nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Und der ist ein bisschen zu hoch. So, der Grüne war im, muss aber Lenkrad in der Mitte halten, dann geht's. Und dann mit Tastatur lenken, das ist dann ein bisschen einfacher. Ne, hier den schönen Grün. Aber mal gekauft dafür. Da können wir einen Kurzleckkurs einstellen für Verkaufen mit Gärreste. Das hat ja letztes Mal geklappt. In Anführungszeichen, letztes Mal ist schon lange her, ne? Ja, schönes Grün. Das passt genau zum System hier. So. Wir nehmen die Gülle hier raus erstmal, weil ja die hinten Schweine sind noch nicht lange. So. Abladen nicht. Ach so. Ja. Wieso nicht? Wir haben doch eine Lenkung, also muss doch hier was eingehen. Mist ist voll und Gülle nicht. Gut, fahren wir zum Schweinestall. Da was kriegen.
Oder auf der verkehrten Seite, das kann auch sein. Geht er dafür nicht? Das wäre der Hammer, ne? Schon eine Weile her, alles rumfahren. Anderen Stall fahren. Ups. Aber Gülle ist da vorne doch. So, die Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ob es denn funktioniert, das sehen wir in der nächsten Folge. Dann zeigt mal Tschüss um den Gewinn oder gleich, mal sehen. Danke fürs Reinschauen und fürs Liken, Abonnieren und etc. Ja, wir werden mal gleich sehen. Ob das gleich funktioniert. Tschüss!